Na, diesen Sommer auch mal wieder auf einem Festival gewesen? Dann weißt du spätestens am letzten Tag, was es heißt, keinen Zugang zu sauberen Sanitäreinrichtungen zu haben. Und diesen Zustand erleben weltweit 2,4 Milliarden Menschen Tag für Tag. Und wie ist es eigentlich mit sauberem Trinkwasser? Spätestens nach dem zweiten Dürresommer in Folge rückt diese Frage auch bei uns näher in das Bewusstsein. Was können wir also dafür tun, um das Ziel Nummer 6 zu erreichen? In Köln kannst du dich in Vereinen engagieren, die sich dafür einsetzen, dass weniger Düngemittel im Boden landen. Und somit auch irgendwann in unserem Grundwasser. Außerdem denke ich aktuell viel über den Konsum von Lebensmitteln nach, die am anderen Ende der Welt produziert werden, eine Menge Wasser verbrauchen und dann irgendwann erst auf meinem Teller landen. Eine Avocado oder ein Stück Fleisch machen da schon einen ganz schönen Unterschied.